Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Minecraft 1.72 mit Mods. Diesmal sind wir wieder zu zweit auf dem Server. Ich weiß, Saphira hat ohne mich ein bisschen aufgenommen. Den Schlamassel muss ich mir wahrscheinlich jetzt mal angucken hier. Tut mir leid, dass ich das so ausdrücke, aber du hattest ja ein paar Probleme, glaube ich. Ja. Aber das werden wir in den Griff kriegen. Wie gesagt, mit mir, der Max und mit Saphira. Jo, hi ho. So, dann schauen wir mal kurz. Ich muss es selber erstmal kurz gucken. Nur kurz wieder hinlegen. Oh ja, stimmt. Denn wir haben schon wieder tiefe Nacht. Schlafen. Juhu. Irgendwie geht's nicht. Ah, doch jetzt. So, erstmal ein Brot reinwürgen. So, dann gucken wir mal. Aber sieht eigentlich schon gut aus. Die Maschinen dürften eigentlich funktionieren. Was? Brennrate 2.0? Keine Ahnung. Ich kenne mich mit dem Scheiß auch nicht aus hier. So, der Zerkleinerer, der hat Arbeit geleistet. Wo kommt denn das hin? Ich glaube hier. Hat aber auch nichts mehr zu tun hier. Ups, habe ich vergessen. So, dann hauen wir hier gleich noch ein bisschen Eisenei. Da passt es. So. Gut, also dann werde ich mal kurz rausgucken. Oh, hier müssen wir auch mal langsam verarbeiten, diese ganzen kleinen Häufchen. Das hört sich ja eigentlich richtig widerlich an, kleine Häufchen. Aber so ist das nun mal. Oh je, was ist denn das da? Hey! Das gehört doch überhaupt nicht hier hin, das Ding hier. Ja, da wusste ich nicht, wo das überhaupt hinkommt oder ob das überhaupt da hinkommt. Das braucht aber lang zum Abbauen. Ullala. Wow. So arbeitet er überhaupt schon. Ach du Scheiße! Ist schon wieder voll. Müssen wir erstmal kräftig entleeren, das ganze Ding hier. Oh, wir haben einen Dungeon gefunden. Supi. Ich würde sagen, wir bauen da erstmal irgendwie eine Treppe oder so ein Stegsystem, dass wir überhaupt mal hochkommen. Das ist ja echt gemeingefährlich. Ist trotzdem gemeingefährlich hier oben. Muss ja nicht sein. Hm. Wenn man es kann. So. Also, das hier scheint richtig zu sein. Das EU-Kabel kommt vom Atomkraftwerk direkt hoch. Geht dann in den... 00, okay. Wahrscheinlich ist gerade der Atomreaktor unten aus. Das kann natürlich sein. Ja, den habe ich ausgemacht. Weil du mir ja gesagt hast, wenn ich hier oben keinen Strom habe, kann ich den mal kurz anmachen. Das habe ich auch getan. Habe ihn allerdings aber nicht so lange laufen lassen. Deswegen. Ich glaube, wir sollten bald mal anfangen, Recycler zu bauen. Eventuell, dass wir mal die ganzen Pflastersteine wegbekommen. Oh, und hier liegt ja auch wieder alles drin. Das gibt's doch nicht. Ja, das sollten wir mal sortieren. Oh. Vor allem hier unten. Pflanzen müssen hier rein. Knochen, Schießpulver, Ender-Infused Obsidian. Wo tut man das hin? Erstmal hier rein. Habe ich jetzt keinen Bock gerade. So, nein, das wollte ich nicht. Was ist denn hier los? Eigentlich gehört das auch schon nicht hier rein. Das gehört eigentlich alles hier nicht rein. Hier sind ja Kabel auch noch drin. Oh Leute. Ja. Ich nehme mal die ganzen Technik-Sachen hier ein bisschen raus. Ich mache jetzt erstmal kurz die Kohlestaub. Häufchen. Kupferkabel. Dann wollen wir mal gucken, wo sind ein Kabel. Oh, ich habe das auch so schön sortiert hier drin. Ich bin nicht schuld. So, machen wir das da hier rein. Das ist Zinn. Lehm. Goldnuggets, Kupfer. Platten. Oh je, oh je, oh je. die ganzen Bauteile tue ich einfach mal hier reinschmeißen. Das brauchen wir im Moment alles nicht. Konservendosen. Hier haben wir noch Gummi, das kann von mir jetzt hier rein. Halt! Der Hammer hat ja auch nichts zu suchen. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Kakteen, Scheiße, Kaktusgrün, verrottetes Fleisch, Schwarzpulver. Jetzt sieht es wieder ordentlich aus. Okay, der zuckt hier noch ein bisschen, da stimmt wieder was nicht. Wahrscheinlich müssen wir unten mal anschalten langsam. Ja, sollten wir. Ich gehe mal schnell runterschauen. Und Sprung!
Bam! Hä? Achso, ja klar, ich kann mir nichts brechen. Hatte ich schon fast Angst. Das ist einfach ziemlich gemütlich mit diesem Ring. Obwohl es ja eigentlich kein Ring ist. Ich sag nur Ring deswegen, weil wir... Ach, in der 1.6.4er-Version haben wir immer so Flugringe gehabt. Die haben immer Redstone oder Kohle als Treibstoff gekostet. Aber ich finde die Dinger eigentlich ganz interessant, weil die brauchen keinen Treibstoff. Aber sind natürlich etwas gefährlich herzustellen, wenn man diesen unstabilen Ingot braucht, der nach 10 Sekunden in die Luft fliegt. Das ist schon eigentlich ganz schön knapp. Aber es funktioniert. Mit Mühe und Not. So, ach, das Blei kann man eigentlich auch mal verarbeiten. Komm, wir haben eh gerade nichts zu tun, oder? Ich bin schon. Ja, wir behalten uns mal das Zinn ein bisschen vor, weil wir müssen vielleicht mal wieder Bronze herstellen. Und für Bronze braucht man ja Kupfer und Zinnstaub. Deswegen würde ich da mal nicht alles verbrauchen. Hab hier noch was. Das war nicht viel, aber... Ich ein auch. So. Kupfer und Zinn. Bronze. Wo stopfen wir das Zeug denn rein? Einfach wieder hier, ist mir jetzt egal. So, okay. Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Das passt soweit alles. Hier ist noch Gummi drin. Was ist denn das? Kompressor, Metallformer. So, ja gut, genau. Das Atomkraftwerk kann erstmal durchlaufen. Das läuft eigentlich ganz stabil. Kann eigentlich nichts passieren unten. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass der Uranblock fertig ist, sozusagen. Und die sind auch gerade fertig. Das heißt, wir müssen eigentlich nur Uran nachkippen, aber explodieren oder heiß laufen kann da gar nichts, weil wir 4 Wärmeableiter drin haben. Eigentlich zu viel für einen einzigen, aber für 2 Doppeluranblöcke ein bisschen zu wenig. Und aus irgendwelchen mysteriösen Gründen ist mein Schutzanzug verschwunden. Den muss ich mir irgendwann mal wieder nachbauen. Ich weiß nicht warum. War einfach nicht mehr da. Es kann natürlich sein, dass ich einfach nicht aufgepasst habe und mich irgendein Monster so lange getroffen habe, bis alles kaputt war. Aber das ist, finde ich, unwahrscheinlich. Aber er ist halt jetzt weg und ja, ich kann jetzt das Zeug nicht mehr anlangen hier drin. Deswegen muss der Uranblock noch ein bisschen brennen. So, dann werden wir jetzt mal den Recycler bauen, damit wir die Steine mal wegbekommen. Beziehungsweise eigentlich könnten wir die Steine doch verdichten. Das muss doch eigentlich jetzt gehen. Ja, es geht. Haben wir die Mod wieder drauf? Ja, natürlich. Dann machen wir das einfach mal kurz. Das werde ich später auch wieder automatisieren, wenn ich mich mit Applied Analytics so weit auseinandergesetzt habe, dass es richtig funktioniert. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das irgendwie mit der 1.7.2er-Version eine schwere Angelegenheit geworden ist. Weil irgendwie blicke ich bei dem Applied Energistics System noch nicht ganz durch, muss ich ehrlich sagen. Wie man da jetzt ein AE-System aufbaut, ich habe keine Ahnung. Jetzt baue ich aber erstmal... Ach, ich baue jetzt keinen Recycler, jetzt habe ich schon keinen Bock mehr. So, was wollte ich gerade machen? AE-Bindestrich. Nee, das geht überhaupt nicht. Wahrscheinlich, weil ich die Mod nicht angewählt habe. So. AE? Okay, das geht irgendwie gar nicht mehr. Ach, ich sollte auch ME eingeben. So, hat sich nämlich auch einiges geändert. Ich weiß nur, dass wir, glaube ich, den ME-Controller brauchen, damit alles funktioniert. Aber ich würde sagen, bevor ich hier nur rumpalaver und ich im Endeffekt nur rumprobiere, nichts funktioniert, würde ich sagen, ich gucke mir das Ding einfach nochmal offscreen ein bisschen an. Wir machen ein paar andere, sinnvollere Sachen, wo ich auch weiß, was ich mache, weil sonst bringt das nämlich nicht viel. Ich bin gerade ein bisschen ideenlos. Eigentlich müsste ich noch ein paar Überhitzer, also Hitzeschutzteile bauen für den Atomreaktor. Da habe ich aber irgendwie gerade keine Lust dazu. Dann mache ich das einfach. Weil die sind so ein bisschen aufwendig. Da brauchen wir ziemlich lang, bis man das schafft. Hitze. Generator. Hitzeschild. Oder was meinst du? Nee, das steht unter was anderes drin. Da kann man auch nichts draus machen aus dem Zeug. Unter was steht das drinnen? Keine Ahnung. Ich glaube, wenn man über eingibt, kommt über. Da übertakter Hitze, ach, keine Ahnung, übertakter Wärme. Hitzeabzug. Ja, der goldene muss es halt sein. Okay. Ach, dazu brauchen wir
Goldplatten. Wir sollten langsam aber sicher mal mit Tinkers Construct anfangen. Das wollten wir auch schon mal lange machen. Spule. Ja gut, ich baue sie jetzt einfach. Wie viel brauchst du davon? So viel wie geht. Also wenn mein System aufgeht, müsste ich spielen. Ich muss mal kurz eine Truhe holen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12 minus 4. 8 Stück bräuchte ich auf jeden Fall. Am besten 8 ungefähr von den goldenen. Mhm. Ja gut, dann bauen wir das halt einfach. Dazu brauche ich Sinn. Reservoir. Was haben wir noch gebraucht? Gold. Gold wird ein bisschen knapp. Ackerbaustation. Was soll das eigentlich hier alles sein? Ich habe keine Ahnung. Zombie-Generator. Bemalte Stufe. Legierungsschmelz ist klar, haben wir. Energiebetriebener Spawner. Ich will mal gern echt wissen, was das für ein Ding ist. Ob man da wirklich Monster spawnen lassen kann damit. Aber das sieht mir sehr teuer aus. Ein Smaragd und dynamische Legierung. Ja, die kann auch nicht so schwer sein. Oh, doch, Enderperle und energetisierter Barren. Das hört sich schon schwer an. Der Energiemonitor, Vakuum-Chest. Dimensionstransceiver. Okay. Treibstoff gibt es jetzt irgendwie auch. Okay. Schwarzpulver und Redstone gibt Treibstoff oder so. Keine Ahnung, da muss ich echt mal gucken. Er heißt der Bottich. Junge, das ist ja echt hart. Ja, bei Ender IO hat sich gegenüber der 164er einiges getan, sehe ich gerade. Eine Dunkelaxt, Dunkelstahl. Wow, wir könnten mal versuchen, Werkzeuge aus diesem Dunkelstahl herzustellen, weil der scheint ziemlich robust zu sein. Okay. Ja. Eisen, Kohlepulver und Obsidian in dem Aloysmelter rein. Kohle. Ja, okay, der akzeptiert, glaube ich, nur dieses Kohlepulver von Ender.io. Da müssen wir aufpassen. Komm, lauf durch. Enderlily-Seeds hätten wir auch. Da sollten wir mal welche finden von denen. Da können wir uns nämlich die Enderperlen selbst züchten. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, aber wo findet man die? In irgendwelchen Truhen wahrscheinlich. Wenn wir Glück haben, holt uns der Quarry ein paar hoch. Das könnte gut sein, dass er das schafft. Hoffen wir es mal. Der dürfte inzwischen auch wieder voll sein, nehme ich an. Aber jetzt ist gerade Nacht. Ich wage es mal nochmal kurz. Lass mal schnell schauen. Ja, der ist wieder rammelvoll, das war ja klar. Da geht gar nichts mehr. Ha! Als ob ich es nicht gesagt hätte. Als ob ich es nicht gerade eben gesagt hätte. Wir haben Enderlily-Seeds. Gibt's doch nicht. So, wo pflanzen wir die denn an? Ich würde sagen, hier ist ein hervorragendes Plätzchen. Die brauchen nämlich, glaube ich, weder Wasser sonst noch sonst was. Die kann man einfach so auf den Boden setzen. Mal ein bisschen Abstand. Man soll ja nicht reinlaufen. Ne? Normalerweise kriegt man Schaden. Naja. Wachstum 0%. Jetzt warten wir einfach mal ab, wie sich das hier entwickelt. Aber wir sollten echt dringend irgendwas machen, dass dieses Material, was der Quarry hochholt, automatisch abgeholt wird. Das ist ja schlimm. Mhm. Sollen wir uns dann nochmal kurz schlafen legen? Bin schon im Bett. Okay. Supi. So, das sind die Ender-Lily-Seeds. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, die kann man dann wieder so abpflanzen und wieder anbauen. So. Ich glaube, ich muss mir echt was überlegen jetzt wegen dem Abtransport. Ich muss mir dieses AE-Zeug trotzdem mal angucken. Ich muss das machen. Ah, das ist doch doof.
Habe ich übrigens noch nicht getestet, so wirklich. Selbst im Kreativmodus habe ich noch nicht mit Applied Energistics rum experimentiert. Eigentlich ziemlich schwach von mir, aber ich habe irgendwie alles andere immer zu tun gehabt. Aber ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall diesen ME-Controller. Ich glaube, das ist das Herzstück. Leider ist das, heißt das nicht mehr ME-Kern oder so, also da findet man auch gar nichts. ME-Kern gibt's nicht. Das wird der Controller sein. Ich baue den jetzt einfach mal, dann werden wir schon sehen. Ach, dazu brauche ich jetzt einen Himmelssteinblock, ein reiner Flux-Kristall und einen Konstruktionsprozessor. Dafür brauchen wir erstmal den Gravurdrucker. Boah, Gravurdrucker. Okay, alles retour. Falsch geschrieben. Gravurdrucker. Das ist. Hier steht aber jetzt Gravurmaschine. Ich hoffe, das ist dasselbe. Probieren wir es einfach mal. Ein Flux-Kristall. Ich glaube, da haben wir gar nichts davon, da wir hatten mal welche. Ich glaube, ich weiß noch, wie das geht. Nee, nicht mehr so wirklich. Wirf etwas Fluix-Saat, gemacht aus Fluix-Staub und Sand, in eine Pfütze Wasser. Um den Prozess zu beschleunigen, füge Kristallwachstumsbeschleuniger hinzu. Okay, das sind schon mal zwei Sachen, die mir nicht bekannt sind. Das ist natürlich schlecht für mich. Wirf ein geladenes Zertusquarzstück plus ein Netherquarz plus einen Redstone-Staub nebeneinander in eine Pfütze und warte einen Moment. Das hört sich doch einfach an. Zertusquarzstück, netter Quarz und Redstone. Zertus. Du bringst ja aber nichts zum Explodieren, oder? Soweit ich weiß, nicht. Ich muss das jetzt einfach schnell testen. Also, wir werfen jetzt ein. Nee, hallo? Habe ich gesagt, dass ich den geladenen nehmen will? Ich denke nicht. Okay, probieren wir es einfach mal. Hier ist er jetzt leer, oder? Mal reingucken. Also, wir werfen jetzt ein Zertusquarz rein, ein Redstone und ein Netherquarz. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig gemacht habe. Nö, es war wahrscheinlich grottenfalsch. Muss man nochmal kurz nachgucken. Ach so, na, ich habe das obere Wort überlesen. Natürlich brauche ich den geladenen. Ah. Hatte ich doch so schön gerade. Jetzt soll es aber eigentlich funktionieren. Hä? Ist jetzt drin? Ja, der war drin. Toll. So. Tatsächlich zwei Stück. Okay. Dann brauche ich zwei klebrige Kolben. Dazu hoffe ich, dass wir diese Schleimis da haben. Slimies? Wo seid ihr Slimies denn? Slimy-Balle? Ah, toll, die haben da oben auch nichts verloren im Technik. Zeug, brauchen wir jetzt erstmal. Jetzt brauchen wir erstmal für den Kolben brauchen wir Steine, ein bisschen Holz und Eisenbarren und Redstone. Okay, brauchen wir jetzt erstmal einen Kolben. Eins, zwei. Dann bauen wir uns lebrigen Kolben, na, ah, das geht nicht, okay. Zwei. Die Gravurmaschine, da hätten wir sie. Puh. Natürlich habe ich jetzt keine Ahnung, ob die mit Strom funktioniert, ob die ohne Strom funktioniert. Ha, gute Frage. Ich stelle es einfach mal hier hin. So. Dann brauchen wir jetzt wahrscheinlich erstmal eine Schablone dafür. Das heißt, ich gebe jetzt am besten erstmal ein im EC. Gedruckter Konstruktionsschaltkreis und gedrucktes Silizium. Das bekommen wir, indem wir einen Gravurkonstruktionsdruck und einen Diamanten in diese Maschine legen. Ich glaube, wir haben da schon ein bisschen was da davon. Gravurkalkulations. Hier haben wir diesen, den hier. Und den Silizium brauchen wir, glaube ich, auch.
Promethylitium, entweder von dem oder von Ender.io. Dazu müssen wir Lehm in die. Ich glaube, ich kann nur, komme an dieser Sargmill nicht vorbei. Wir brauchen die Sargmill. Okay. Ja, den gibt's hier wieder nicht. Mensch. So. Da brauchen wir einen Basiskondensator. Redstone, Goldnugget, Kupfer. Wir haben keine Kupferbarren mehr da. Wie schwach. Die habe ich schon alle verbraten, aber ich bin gerade am neue machen. Ja. Nein, wir haben noch Bronze da. Naja, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut, bis das alles durchgelaufen ist, bis ich da mal hier, wenn man noch kurz mal ohne Aufnahme das Ganze nochmal schnell angucken, ob ich da was richtig mache, sonst wird das, denke ich mal, zu langweilig. Aber wir sehen uns gleich bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao.